So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Children of Morta. Wir machen weiter mit Linda. Ab geht's. Auch die Stage möchten wir schaffen mit Linda. Und sie ist ja auch noch nicht auf 20, was ich weiß. Und das wird sich jetzt da, glaube ich, ändern. Hoffentlich. Na komm. Na komm. Na komm. Und ab geht's. Da können wir gleich mal reinhauen, warum nicht? Ja, natürlich hat er seinen Haverer beschworen. Wie soll es noch anders möglich sein? Den Morph brauchen wir überhaupt nicht mehr. Das heißt, wir können eigentlich alles liegen lassen. Die Runen nehmen wir natürlich mit. Der Morph ist jetzt ziemlich egal. Obwohl, naja, nehmen wir es mit. Ist ja eh wurscht, oder? Aufwerten können wir eh nichts mehr, wie gesagt. Und ein Event. Na geh, gerade das hier. Two hit ferocious creatures. It was the lady or the tiger. Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir die Mitte. Yo, das war sogar richtig. Komm, gib mir eine gute Rune, einen Begleiter oder irgendetwas, was mich heilt. Naja, besser als nichts. Nehmen wir es halt mit. Zack, zack, zack. So, somit haben wir mal 4 wieder. Das ist gut. So, ihr fehlt halt noch das Level. Man sieht das. So, aktivieren wir gleich. Ah, es ist leider Gottes dieser Stein gefallen. Ich regeneriere mich eh selber, von dem Punkt her ist mir das auch wurscht. Komm, mach nur, geht's auf mich los. So, was haben wir hier Schönes drinnen? Ja, mit ihr tun wir auch wieder nicht staggern, deswegen habe ich sie jetzt gewählt, nämlich mit ihr wird das ein bisschen schwieriger da, glaube ich. Noch ein Heiltrank, okay. Unten geht's dann weiter, okay. Dankeschön. Für nix. Noch ein Event, sehr gut. Moment, da oben machen wir zuerst mal alle kalt. Scheiß Magier du, ha? Huh? So, das war's auch. Ah, da lebt noch einer. Ein Magier hat da hinten überlebt, ha? Huh? So, schauen wir uns das Event an. Ein Ping-Pong, okay. One mortal and one god of games. Na, dann gehen wir's an. Komm. So, 1. Das war gut. 2. Das war auch gut. 3. Sehr gut. Ah, schade. Ah, oh, super. Jawohl. Und einmal noch, dann haben wir's. Jawohl. Sehr gut. So, was kriegen wir? Was für eine Rune? Erhöht deine Ausweichchancen. Sehr gut, das nehmen wir doch gerne mit. So, da oben passt's. Da können wir gleich runtergehen und das Tor öffnen. Schauen wir ganz kurz auf die Karte. Ja, das passt. Ja, den können wir gleich mal aktivieren, warum auch nicht. Kein Raberer gerufen, oder? Der Mausibär da. Da geht's dann gleich weiter, okay. Gut zu wissen. Vorsichtig, wieder zurück da. Zack, zack. Dankeschön. Und weg. Sehr gut. Ja, da braucht man eigentlich auch nichts mehr reingeben, außer für die Runen halt. Den Morph brauchen wir halt nimmer mehr. Jetzt kommt es nur noch auf die Runen drauf an. Da haben wir eine Leiche. Naja. Ein
Heiltrank. Besser als nix. Komm, geh weg. Danke. Dankeschön. So, dann gehen wir da weiter. Und noch ein Event. Oh, Lucy braucht Hilfe. Ab geht's. Anstrengen. Ha? Sehr gut. Alles gut da. Komm, mach endlich das Ding fertig da. Ja, mit Linda ist das halt ein bisschen. Aber wir haben es geschafft. Was kriegen wir? Ich kann mit dir nicht interagieren, jetzt. Oh, das ist gut. Das ist nicht so schlecht. Das ist keine schlechte Rune. Besser als die R1-Rune. Schaut euch das an, wie viele Herzen da liegen in den Raum. Das ist ja unglaublich. Schade. Hätte man gedacht, ein anderes Event. Aber macht ja nichts. Sehr gut. Da kriegen wir wenigstens Erfahrungspunkte dafür. Erfahrungspunkte und noch einen Edelstein. Sehr gut. So, ich glaube, wir haben es, oder? Jo, schaut gut aus. Ab in den nächsten Raum. Und da geht's auch schon runter. Okay. So, was kriegen wir da jetzt noch? Werde kurzzeitig unsichtbar. Das ist besser als R1. Unsichtbar ist auf jeden Fall besser, als wenn ich mich selber regenerieren kann. Also selber regenerieren. Ich bekomme, mir wird Leben abgezogen und dafür kriege ich eine andere Rune dafür. Ist aber ziemlich unnützlich. Braucht man jetzt mit ihr nicht unbedingt, muss ich sagen. Da gibt es wesentlich bessere Runen. Und wir haben wirklich viele Kristalle. Wirklich viele. Das heißt, wir können wirklich viel einkaufen. Und das war es ja noch nicht. Wir sind ja erst in der zweiten Ebene. Nach der kommt ja dann noch eine und ich hoffe, dass noch ein paar Events kommen. Ich hoffe es. Komm, mach schon. Lad schneller. Danke. Vielleicht mal hier alles aufdecken, alles gut. Und ab geht die Post. Danke. Und weg ist er. Sehr gut. Zack, zack, zack. Alles mitnehmen, auch die Rune natürlich. Jo. Was kriege ich? Vergifte Gegner. Ja, wenn du Schaden zufügst. Das ist immer gut. Dann potten sie langsam runter. Auch für den Boss ist das gut. Da geht's dann weiter. Okay. Gegner, danke. Nicht mehr viel und sie steigt eh bald auf. Das ist gut, das kommt gerade mir recht. Dankeschön, für nix. Jetzt brauchen wir es ja nicht mehr. Weg mit euch da. Gib mir Events, komm, jawohl. To find an enemy not attacking, and also already destroyed, was unknown to the Bergson. Was this enemy of their enemy a friend? Eine Rune. Da ist leider nichts drinnen. Was ist das da? Beschwert zwei zufällige Runen, okay.
Das kann man nur austauschen, ansonsten war's das hier auch wieder. Das war das Event. Da gibt's ja nicht ein Souvenir oder irgend sowas. Schade, okay. Aber es kommt ja noch eine Ebene. Hier noch eine Kiste, naja. Ja gut, wir brauchen eigentlich eh nichts mehr. Von dem Punkt her passt das schon. Gut, wir sind hier fertig. Wir können in den nächsten Raum gehen. Natürlich kommen da jetzt nochmal Gegner. Wie soll es noch anders sein? Kurz einen Blick auf die Karte, bitte. Jupp, das passt. Drinnen, aber es stört mich jetzt auch nichts. Noch eine. Sehr gut. Much to the Bergsons' surprise, the enemy of their enemy was only another small automaton. Na dann retten wir ihn einmal, huh? Und level up, sehr gut. Interagieren bei den Kleinen. The same human grief clung to this little one as it did the one back home. A coincidence it was not. So, wir haben das kleine Maschinenwesen haben wir auch befreit, aber auch hier gibt es wiederum kein Souvenir. Nö, gibt's nicht. So, das hier. Können wir wieder zwei Runen beschwören? Brauchen wir aber, glaube ich, auch nicht. Nö. Gut, dann gehen wir weiter. Und noch ein Edelstein. Hier können wir einen reinhauen. Da ist nur Morph drinnen. Früher habe ich mich gefreut, jetzt ist mir wurscht. Da geht's weiter. Moment, ganz kurz einen Blick auf die Karte. Gut, dann gehen wir kurz nochmal rauf da. Danke. Da haben wir hinten ein Ei, okay. Das können wir auch von hier fertig machen. So. Ruhe da hinten machen wir dann auf, keine Panik. Schauen wir mal, was da oben ist. Da oben ist auch eine Türe. Okay, eine davon führt mich zum Boss. Wir machen da mal ganz kurz auf. Und es ist wieder Morph drinnen. Ja, gut, nehme ich halt mit. Brauchen wir zwar nicht, aber ist ja wurscht. Schauen wir mal ganz kurz da rein. Da geht es jetzt sicher zum Boss, oder? Ah, zum Boss zur nächsten Ebene. Nö, sehr gut. Ja, das heilt uns wieder vollkommen. Das brauchen wir aber auch nicht. Linda ist schon voll. Ah, wenigstens was. Wir können mit ihr ein bisschen mehr... mit ihr wieder den Vogel fangen gehen. Das machen wir dann gleich. Zuerst machen wir mal hier alles clear. Erst tun wir hier alles clear. So, zack, zack, zack. Alles gut. Da machen wir auch nochmal kaputt. Da können wir auch gleich den Stein rein. Da hinten haben wir wieder so ein Ei stehen, was schon wieder weg ist. Sehr gut. So, und das war's auch da hinten. Schauen wir ganz kurz darauf noch. Zack, 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 zack. Was haben wir hier? Noch ein Event. Super. Wartet's. Schauen wir hier nochmal ganz kurz rauf. Ich glaube nämlich, das war's. Jupp. Perfekt. So, Event, Event, Event. Leiche. Danke.
Gegenstand gefunden. Ein Bonsai aus dem Alten Reich. Okay. So, wir haben Platin. Wir haben Platin. Jetzt kommt's gleich. Yo, Kinder von Morta. Sehr gut. Wir haben Platin. Endlich. Auf das wollte ich die ganze Zeit hinaus. Wir haben nämlich nur 2 Trophäen gefehlt bei dem Spiel. Und jetzt haben wir Platin. Jawohl. Wir machen aber ganz normal weiter natürlich. Wir machen die Stages trotzdem mit den anderen Charakteren natürlich fertig. Und hier rein. Wir holen uns auch das mysteriöse Ei hier. She flaunted her wings, begging to be chased. Ich habe alles in dem Spiel freigespielt. Super. So, wo ist der? Ich sehe keine Fußspuren. Bellagio fled further. Ich glaube, ich renne falsch. Ich glaube, ich laufe falsch. Okay, ich glaube, das habe ich vergeigt, aber es stört mich jetzt auch nicht. Bellagio fled further. Ich habe keine Ahnung, wo er hingelaufen ist. Ich sehe keine Fußspuren. Nö, hier unten ist auch nichts. Further she fled. Dann ist es nur hier oben. Hier. Komm, komm, komm. Bellagio was gone. Naja. Vanished. Macht ja nix. Macht ja nix. Die Gegner sind jetzt wichtig. Das Level ist jetzt wichtig. Ansonsten ist gar nichts mehr wichtig. Wir haben Platin. Was will ich denn mehr? Um Gottes Willen. Zack, 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 zack. Zack. Alles wird mitgenommen hier. Ich bin voll motiviert. Jetzt fehlen mir nur noch die Level. Wann war's das? Ah, da kommen viele wilde Kreaturen. Und urviele. Wir haben 10 Kristalle, Hammer. Das ist unglaublich. So, hier unten ist nichts mehr. Wo wir jetzt einmal waren, da gehen wir jetzt noch einmal hin und töten natürlich alles, bevor wir jetzt weitergehen. Natürlich ist es ein bisschen schade, dass der Vogel jetzt geflüchtet ist. Ich hätte gern das Ei nochmal gehabt, aber anscheinend ist es nicht mehr allzu wichtig. Wie gesagt, wir haben Platin. Ich wiederhole das immer wieder gerne. Wir haben Platin auch für das Spiel, das ist gut. Das war mein Ziel in diesem Let's Play. So, da unten waren wir auch schon. Überall? Nö. Da gibt es auch noch ein paar Gegner. Schieß auf das Ei da hinten. Sehr gut. Brave Linda. Naja. Dann war's das hier. Was haben wir da? Da haben wir noch eine Leiche mit einem Lebenstrank. Naja. Na, da ist auch nichts mehr. Dann nur noch hier. Na, kommt's runter da, ihr kleinen Schleimtropfen oder was auch immer ihr darstellen sollt. Noch einen Edelstein. So, da geht's nirgendwo mehr hin. Nach rechts geht's auch nicht mehr. Das heißt nur noch hier entlang. Da haben wir nochmal so eine wilde Kreatur. Das ist super. Komm, geh down. Sehr nur. Ich bin eh nur wegen den Gegnern da. Okay, er ist in einem Bug. Ob er mich einfriert oder nicht, ist mir auch wurscht. Dankeschön. Ah, bitte. Nein! Nein!
Nein, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Ich bin in einen Fehler gekommen. Nein, wie komme ich da jetzt wieder? Gott sei Dank. Boah. So, daher ist er geflüchtet. Der Vogel. Aber das Gute ist, wir haben eigentlich alles aufdeckt. Warte jetzt mal. Nein, haben wir noch nicht. Hahaha. Moment. Gehen wir da durch. Und da hinauf. Jawohl, da sind noch ein paar. Dankeschön. Da, das war's. Jetzt sind wir's durch, oder? Jetzt sind wir durch, oder? Jo, perfekt. Gut. Habe ich schon erwähnt, dass wir Platin haben? Gott sei Dank. So, warte jetzt einmal. Wohin muss ich denn jetzt eigentlich? Runter und rauf. Gut, dann werden wir das jetzt so machen. Allerdings, da wir jetzt wirklich alles haben an also jeden einzelnen Gegenstand, was es nur gibt und alles aufgewertet ist, werden wir das jetzt alles hier verkürzen, natürlich. Ja gut, hier könnte man jetzt nochmal einkaufen. Heben aber jetzt einmal die Edelsteine auf, vielleicht kommt noch der andere Typ mit seinem Laden und gibt mal ein paar bessere. Runen. Als wenn ich es da jetzt fürs Glücksspiel raus habe. Aber einmal reparieren können wir es. Und ab geht's. In die letzte Ebene. Jetzt werden wir es kürzen. Jetzt nehmen wir einfach nur noch den direkten Weg zum Boss. Ich brauche nichts mehr farmen. Level vielleicht, aber das ist das Einzige. Die letzte Dungeon mache ich so und so nur einmal. Und ab geht's. Nämlich, wenn wir es durch haben, haben wir es durch. Und danach bringe ich auch nichts mehr. So, geht's da gleich weiter. Jupp. Jetzt ist halt die Frage, ob das Richtung Boss geht. Kämpfen tun wir natürlich normal. Wir brauchen noch die Erfahrungspunkte. Da geht's auch gleich weiter. Jo, da geht's gleich zum Boss, das ist super. Jawohl, und das wollte ich. Sehr gut. Also, einmal Geschwindigkeit. Was ist das hier? Erhöht deine Ausweichchance. Das könnte man eigentlich... Ja, warum nicht? Könnten wir auch gleich kaufen. Eins geht noch. Vergiftet Gegner, denen du Schaden zufügst. Ja, das haben wir jetzt einmal zwei. Und ja, kaputt machen brauchen wir es ja auch nicht mehr. Um Gottes Willen. Wir haben es. Wir sind fertig. Ab geht's zum Boss. Ich habe Platin. Mehr will ich nicht. So, drückt's mir die Daumen. Gears continued to crank on in the distance. The city must survive. Und ab geht's. Ja, er dottet runter. So, jetzt kommt die Rakete, oder? Ja, das heißt, wir stellen uns über ihn hin. Sehr gut, und jetzt machen wir Schaden. Wut ist leider nicht voll. Aber schaut, wie er runtergeht. Zack, zack, zack. Jetzt kriegt er halt wieder weniger Schaden. Aber das stört mich auch nicht. Und gleich wieder drauf auf ihn. Und schön mit dem Giftschaden.
wartet darauf und geht schon. Jawohl. Und das war's. Ab nach Hause mit dir, Linda. Alles unnützlich, was ich jetzt bekomme. Geschichte wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Doch. The two little automatons were surely connected. But another was yet to be found. Hat er jetzt gesagt, es gibt noch einen? Ja gut. ja gut, wir können eh nichts aufwerten. Von dem Punkt her passt das schon. Na, wir werden das jetzt komplett verkürzen, würde ich sagen. Wir hauen uns rein und machen die letzte Stage, würde ich sagen. Die allerletzte. Die hier. Und zwar mit John, würde ich sagen. Beenden wir das Let's Play, würde ich sagen. Wir haben viel gesehen. Ich habe Platin geholt. Von dem Punkt her passt das. Es sind zwar nicht alle auf Level 20, aber was soll's. Mit John werden wir die letzte Karte auf jeden Fall machen, würde ich einmal sagen. Obwohl, ich glaube, mit Kevin oder mit Mark ich besser dran wäre. Oder bringen wir noch die anderen? Nein, wir machen's. Wir machen's zu Ende. Oder auch nicht? Das überlege ich mal dann. Gut, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.